Frau Minister, sensationeller Erfolg für Erwin Bröll. Sie kehren zurück wieder an Ihre Wirkungsstätte als ehemalige Landesrätin. Was ist Ihr erster Kommentar? Ein sensationelles Ergebnis, wo man nur gratulieren kann, und ein Ergebnis, das wichtig ist für Niederösterreich, damit auch weiterhin klare Entscheidungen für Niederösterreich getroffen werden können, und selbstverständlich auch wichtig für die Nationalratswahl. Das verleiht uns Rückenwind. Was macht den Unterschied zu Kärnten aus? Haben die Leute in Niederösterreich gewusst, dass in Niederösterreich gearbeitet wurde und dass hier eben etwas passiert ist in den letzten Jahren und dass in Kärnten Unsicherheit ist? Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wissen, was sie an Erwin Bröll haben. Ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Er hat hervorragende Arbeit in Niederösterreich geleistet und somit kann auch Niederösterreich weiterhin auf der Überholspur bleiben. Herr Staatssekretär, es war auffällig, dass Niederösterreich wenig Unterstützung von der Bundespolitik eingefordert hat im Wahlkampf. Es war aber auffällig, dass Sie immer wieder mit Erwin Bröll gesichtet wurden. Ja, ich schätze den Herrn Landeshauptmann Bröll sehr, bin selber in Niederösterreich teilweise aufgewachsen, habe meinen Nebenwohnsitz in Niederösterreich und weiß daher, wie gut sich das Bundesland unter der Führung von Erwin Bröll in den letzten Jahren entwickelt hat, und dazu darf man nicht nur ganz herzlich gratulieren, sondern man darf heute auch gratulieren, dass die Wählerinnen und Wähler das bestätigt haben und ihm wieder mal ein absolutes Vertrauen ausgesprochen haben. Niederösterreich steht für viele wirtschaftliche Entwicklungen, auch im kulturellen Bereich. Was ist das Herausragendste, warum Sie sagen, die Niederösterreicher haben jetzt Erwin Bröll nochmals der Absoluten verholfen? Ich glaube, Niederösterreich hat neben der kulturellen Entwicklung, der wirtschaftlichen Entwicklung, zuletzt auch sehr viel erreicht in der Entwicklung als Wissenschaftsstandort. Und das ist alles andere als selbstverständlich für ein Bundesland, das rund um eine Großstadt wie Wien gelegen ist. Und dazu kann man gratulieren, das ist beeindruckend. Und die Wählerinnen und Wähler haben gezeigt, dass das auch geschätzt wird. Es ist heute ein Wahltag, der 3.3. Kärnten phänomenal. Und in Niederösterreich heute ein sehr weinendes Auge. Natürlich auch eine Enttäuschung. Ich bin als Bezirkskandidatin der SPÖ St. Pölten angetreten und auch mit unseren Themen wie die Kinderbetreuung, aber auch die Ausbildung für Jugendlichen, aber auch speziell betreute Wohnen oder auch was wir erreicht haben, dass die Orthopädie im Krankenhaus St. Pölten verbleibt. Also durchwegs auch Erfolge. Wenn jetzt der Wahlerfolg nicht so ist, so werden wir sicherlich kritisch auch in uns gehen müssen und genau nachvollziehen, was hier sozusagen hier auch ein Anliegen der Bevölkerung ist. Es gibt Wahltage und dann gibt es besonders spannende Wahltage. Heute, der 3.3. war natürlich so ein Tag. Sie blicken auf Kärnten und auf Niederösterreich. Fangen wir mit Niederösterreich an. Was ist so die erste Analyse? Sie kennen das Land wie kein zweiter als Vizekanzler. Für mich zeigt sich klar, die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wollten Verlässlichkeit. Sie wollten Sicherheit und Stabilität auch in der Zukunft. Und daher gibt es nur einen Namen, der das erfüllt, das ist Erwin Bröll. Dass er noch einmal die absolute Mehrheit erreicht bei dieser Konkurrenz und bei diesem Wahlkampf, das ist schon ein besonderes Markenzeichen, das nur er bringen kann. Fassen wir beide Wahlen zusammen, Kärnten und Niederösterreich, Team Straunach. In den Prognosen so zwischen 4% und 6%, Prognosen haben noch nie so richtig getippt. Was sagen Sie zum Straunach, der ohne Wahlprogramm trotzdem eigentlich viel angesprochen hat? Oder nachgefragt, wen hat Straunach konkret angesprochen? Ja, erstens kann man daraus ableiten, mit viel Geld lässt sich auch einiges erreichen. Zum Zweiten hat er aber dieses Duell gegen Erwin Bröll, das er in den Vordergrund gestellt hat, auch klar verloren. Er hat sich vorgenommen, dass Erwin Bröll die absolute nicht macht. Wenn ich mir anschaue, 51% Erwin Bröll und nicht einmal 10 für den Frank Straunach, da zeigt sich schon klar, wo der Bartl den Most holt. Auch das darf man heute einmal klar in den Vordergrund stellen. Frau Abgeordnete, Wahlkampf in Niederösterreich, Wahlkampf in Kärnten. Sie sind natürlich für Niederösterreich im Einsatz gewesen. Ein lachendes und ein weinendes Auge heute. Ja, beides. Also das Lachende auf jeden Fall, weil ich jetzt neue Aufgaben haben werde im Land Niederösterreich, und das weinende Auge natürlich, weil ich aus dem Nationalrat ausscheiden werde. Wie kann man sich die Zusammenarbeit jetzt vorstellen oder welche Kandidaten kommen jetzt rein? Jetzt gibt es Newcomer beim Team Straunach, jetzt gibt es auch eine Karin Prokop, die ein bisschen outstanding ist und wo man nicht weiß, ist sie jetzt dabei, ist sie nicht dabei. Dann gibt es natürlich Ernest Gabmann. Gibt es ein Gerangel jetzt intern von Team Straunach oder stehen die ersten vier schon fest? Also die Liste, so wie sie eingereicht worden ist, die steht fest. Die wurde auch im Team besprochen und ich gehe davon aus, dass es da keine Änderungen gibt. Sie sind angetreten und für den Frank Straunach hat einen massiven, sehr aggressiven Wahlkampf geführt, hat den Landeshauptmann als Lügner bezeichnet, noch nie dagewesen in der Geschichte. Was heißt das jetzt konkret auch für die Zusammenarbeit? Sie sind eine Vertreterin, suchen Sie jetzt den Konsens oder wird diese aggressive Linie weitergezogen?
Nein, also zunächst einmal muss ich sagen, Frank Stronach hat den Landeshauptmann nicht als Lügner bezeichnet, sondern als größten Schmähtandler, um das auch ein bisschen abzuschwächen. Und auch als jenen Landeshauptmann, der in die Geschichte schlechtester in der Geschichte Österreichs eingehen wird, hat er gesagt. Ja, das stimmt auch, wenn man sich die Zahlen anschaut von den Haftungen oder auch von der Schuldenpolitik, dann ist das sicherlich auch richtig. Nein, also im Grunde genommen muss man jetzt einmal für das Land arbeiten. Man wird sicherlich versuchen, eine gute Zusammenarbeit zu finden. Auf der anderen Seite werden wir dem Herrn Landeshauptmann und seinen Leuten auch ganz genau auf die Finger schauen.